Hi Kota, ich grüße euch wieder aus Linz. Neulich hat sich jemand gemeldet mit dem Problem, dass er nach den Beschichten leider nicht den gewünschten Farbton erreicht hat. Das ist natürlich besonders ärgerlich. Meistens ist ein mangelndes Deckvermögen das Problem dafür. Das seht ihr aber in einem anderen Video. Ein weiteres, aber sehr unterschätztes Problem ist das Überbrennen der Pulverlacke. Mein überbranntes RAL 9016 ähnelt schon eher diesem RAL 9010. Also unterschätzt die Bauteiltemperatur nicht. Es liegt nicht nur an der Beschichtung und der Temperatur. Euer Ofen kann genauso einen Einfluss haben. Habt ihr zum Beispiel einen direkt beheizten Gasofen, können die Abgase in den Ofenraum gelangen und den Farbton beeinträchtigen. Für diesen Fall gibt es spezielle gasofenstabilisierte Pulverlacke. Es muss aber nicht immer einen technischen Grund haben, warum Farben nicht dementsprechen, was ihr euch vorgestellt habt. RAL-Farben sind nicht bei jedem Hersteller immer zu 100% gleich. Mischt also niemals Pulver unterschiedlicher Produzenten. Es gibt auch den Effekt der Metamerie. Das bedeutet, dass eine Farbe unter Tageslicht ganz anders aussehen kann als unter Kunstlicht. Das können wir euch ganz gut zeigen. Die Farbtonänderung zwischen kaltem und warmem Licht ist eindeutig. Am besten, ihr definiert euren Zielfarbton anhand von einem Musterstück. Keep on coating!